Ja. Vacheron Constantine. That's an extremely expensive watch, Henry. Die ist doch bestimmt auch geklaut. Graduation present from my parents. Natürlich, und ich bin der Weihnachtsmann. So. Alles klar. So. Professioneller Einbruchsring. We know all about the jewelry ring. You and Randall and the Blanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Ja. Ist zwar richtig, dass er in der Modebranche tätig ist. Ich habe jetzt aber keinen direkten Beweis, dass er jetzt... Ja, dass er wirklich was damit zu tun hat. Ich zweifle das mal lieber an. Scheiße! Might be gullible enough to believe your story, Arnett, but I'm not buying. You're involved in a burglary scam, and so was Julia Randall. I'm a legitimate businessman. I can't speak for Julia. Ah, Motif Randall Mord. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was gonna marry Heather, if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. Sie wollte sich also eine neue Gang besorgen. Ja, ist schön und gut. Das ist auf jeden Fall nicht die Wahrheit, was er sagt. Da ist er viel zu unsicher für. He wanted Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars. He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone. Not the least me. She was never gonna go back to the poverty she came from. I wanted it to stop. Zweite Frage falsch, sehr schön. Identität von Mr. Henderson. Who is Henderson and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Wie, es gibt keinen Henderson? Natürlich, es muss einen Henderson geben. Moment, ich muss es hier nochmal ganz kurz durchgucken. Morphium-Überdosis? Ja, das ist ganz okay. Das ist das Rezept, der Perlenring. Ja, was wieder scheiße ist, ich habe da wieder keinen Beweis für. Also können wir es wieder nur anzweifeln und das wird wieder falsch sein. Was habe ich gesagt? You're facing the gas chamber. Give the judge some reason to commute. You still don't get it, do you? Julia entrapped everyone. She was so beautiful. So goddamn cold. Schön. Henry Arnett, you are under arrest for burglary. And for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Das ist doch eine Scheiße mit diesen Fragen stellen. Ich weiß nicht, warum das letzte Mal immer so gut geklappt hat und jetzt bei der beim Sittendezernat, da fehle ich so. Ich verstehe es nicht. Hab ich so einen Hals? So. Einmal zu Dr. Stoneman's Praxis.
Achtung, ich drehe. I guess the wedding's off. He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? Should have never told you that. Ja, also ist jetzt der, der Gypsy hier, der ist ja jetzt doch raus aus dem Verdächtigen. Obwohl er ja jetzt verhaftet wurde, aber ich... Hä? Die Flagge, die Fahne war doch gerade noch vor mir. Was soll das denn jetzt? Willst du mich verarschen? Außen mich. Ich hab's eilig. Phelps. Was? Wenn du meckerst, kannst du nächstes Mal alleine fahren. Meine Fresse. So, ja. Und lass mich raten, die Praxis ist jetzt zu. Dann lache ich mich schlapp. Ha 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 ha. Ja. So, los, bitte alles reinsteigen hier. Der Doktor soll uns was geben. Boah, brauchst du Drogen? Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet... hat sie umgebracht! Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. Oh, the practice. You'll call Dr. Gerard. No, 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 no. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife, or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. What have I done? Didn't see that coming. Yeah. Ja, gut, schön. Jetzt haben wir einen Doktor als Pfannkuchen. Operator, message for KGPL. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet him there. On our way. Oh man. Irgendwie bringe ich in diesem Fall alles. We have an address for the runner. Durcheinander. Let's try and wrap this up then. Der Doktor ist jetzt tot. Ich habe das so verstanden, dass er die Mrs. Randall umgebracht hat.
Aber der Flüchtige, der muss ja auch noch zu der Dingsbande gehören. Geht ja gar nicht anders. Oh, ist das ein Durcheinander. Also solche Fälle hasse ich wie die Pest. Ich will gar nicht wissen, wie lange die Aufnahme schon läuft. Und wie asynchron sie ist. That old boy really fell for that broad. She was incredibly beautiful. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. Und wieder Frame-Einbruch. Dankeschön. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. Läuft sogar in den Kofferraum rein. Thank God I didn't park there. This is a secure area. You all need to leave. Genau, geht mal schön weiter. Und nicht hinfallen. Okay, the guys had enough. Ich dachte nicht hinfallen. Och Mann, oh. Könnt ihr ruhig mal Plumps machen hier. So. Willy's Apartment. Ich glaube, ich spiele dieses Spiel schon über 2 Stunden. Aber naja. Goddamn Maniac! Ich hätte niemals gedacht, dass ich für einen Fall so lange brauche. Was? Ist er gleich hier um die Ecke? Okay. Wow. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find a game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this out of the street. Mm-hmm. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us. He wouldn't be that way. Hm? Ja super, wo soll ich ihn jetzt suchen? I think you're barking up the wrong tree. Ich glaube, du bist auf... Was? Son of a bitch is around here somewhere. We better search the block. Also, gut, dann gucken wir hier weiter. Ah. Ich höre was. Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Och, nö. Hallo, gehst du bitte aus der Deckung? Mann. Los, hoch da. Er ist sicher, dass das der hier nach oben klettert, dieser Spasti. Sag mal, treffen kann der Penner ja auch nicht. Das ist doch nicht wahr. Oh, und keine Frame-Einbrüche hier! Mann! Ey. Langsam reicht es mir! Jedes Mal dieselbe Scheiße hier! So, wie lange sollen jetzt hier die Verfolgungsjagd noch dauern? Seht zu, dass du seinen Arsch hier hochkriegst. Hold it. He's gotta be around here somewhere. No place to go unless you grew wings. There he is! Wait, the son of a bitch! Wie hält der denn aus?
Meine Fresse! Son of a bitch really picked a spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying into New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Leah had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. Ja, 8 Millionen Stories. Gott sei Dank ist dieser Scheißfall endlich erledigt. Ich hab da so einen Hals gekriegt. Ein Hinweis auf Morphium in Julias Apartment und Calorus hätte ein Lächeln im Gesicht gehabt. Ja, ich konnte ja den scheiß Ausfluss da nicht untersuchen. Was hätte ich denn machen sollen? Ach komm, ich rede mich doch da gar nicht drüber auf. Es ist doch total scheiße. Ja, die Hälfte der Fragen nur richtig beantwortet, weil es alles so buggy und scheiße und hin und her war. Aber naja, ist egal. Leute, ich mache jetzt einen Schnitt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, wann ihr immer das Video guckt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.